Hallo Leute, hallo YouTube. Diesmal geht es um Trigonometrie. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Grundlagen. Die Winkelsumme in jedem Dreieck beträgt immer 180 Grad. Es gibt verschiedene Arten von Dreiecken. Die könnt ihr ja unten sehen. Das gleichschenklige Dreieck, das gleichseitige oder auch gleichwinklige Dreieck und das rechtwinklige Dreieck. Und genau darum geht es, um das rechtwinklige Dreieck. Darum geht es bei der Trigonometrie. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wieder ein rechtwinkliges Dreieck mit einem rechten Winkel und zwei 45-Grad-Winkeln. Daran kann man schon erkennen, dass Winkel und Längen des Dreiecks miteinander etwas zu tun haben. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Trigonometrie. Und genau die drei Regeln, die da oben stehen, sind der Grund dafür, dass die Trigonometrie funktioniert. So, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.